In Berlin und Wittenberg ist gerade Kirchentag. Die Evangelen laden zum Ringelpiez ohne Anfassen. Und das im Lutherjahr. 500 Jahre Reformation. Das kann man mal feiern, finde ich. 23 Millionen Euro kostet so ein Kirchentag heutzutage, damit Sie mal eine Hausmarke haben. Dieses Jahr unter dem Motto, du siehst mich. Das ist wirklich das echte Logo. Und für sowas kriegt eine Werbeagentur Geld. 23 Millionen kostet der Kirchentag. Ein Heidengeld, hätte ich beinahe gesagt. Jetzt die gute Nachricht. Der Steuerzahler, also wir alle, spendiert über die Hälfte. Das ist aber nett von uns, oder? Finde ich. So gesehen sollte das Motto eigentlich lauten, du bezahlst mich. Ja, dabei sind gerade mal 27% der deutschen Protestanten. Die größte Gruppe sind die, hier, wie heißen die noch, die in die Hölle kommen, die Nicht-Konfessionellen. Mit 36% sind die größte Gruppe, bezahlen mit. Ich bezahle den Kirchentag und zum Dank darf die Merkel da Wahlkampf machen. Hier, gestern mit Obama am Brandenburger Tor. Was hat der Typ die vollgeschleimt, du? Zunächst mal muss ich sagen, dass ich nicht nur diese Stadt liebe, sondern dass auch eine meiner liebsten Partnerinnen während meiner gesamten Präsidentschaft hier neben mir sitzt. Geil, wie sie guckt. Wen meint er, mich? Pure Wahlkampfhilfe. Oder wie er sagen würde, Obamacare. Was? Ja, ich frage mich, was hat das bitte mit dem Kirchentag zu tun? Ihre Umfragewerte sind ja auch so schon gut genug. Erschreckend gut. Wie wenn die Merkel da wenigstens aus der Bibel gelesen hätte. Stattdessen zitiert die Frau das Grundgesetz. Denn das kennt sie ja auswendig, oder? Nicht umsonst ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unteilbar. Unantastbar. Und deshalb, beides ist richtig. Aber ja. Das stimmt. Beides ist richtig, aber nur eins davon steht im Grundgesetz.